Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Vielen Dank, Marco aus der Schweiz. Du hast uns vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise mir, und hast gesagt, du könntest mal ein Video gebrauchen, welches dich dabei unterstützt, die richtige Yacht zu finden für deinen Turn. Sprich, welches Schiff passt denn eigentlich zu meinen Bedürfnissen? Und diese Frage möchte ich heute beantworten, beziehungsweise ich möchte auch nochmal grob auf die einzelnen Schiffstypen eingehen und mal erläutern, ja, was die für Unterschiede haben, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen eine Hilfestellung habt und seht, okay, für welche Bedürfnisse ist denn eigentlich welches Schiff das Richtige? Solltest du das erste Mal hier bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und Meer, Urlaub auf dem Wasser genauso sehr lieben wie wir, dann darfst du nicht verpassen, diesen Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, weil nur dann wirst du informiert, wenn es auch ein neues Video von uns gibt. Ja, steigen wir gleich in die Thematik ein. Welches Schiff ist das Richtige für mich? Die Zauberformel verrate ich gleich vorweg. Das ist kein Geheimnis. Ihr müsst natürlich eine wirklich intensive Bedarfsermittlung machen. Ihr müsst erst einmal herausfinden, was ihr erleben möchtet und was euer Wunsch ist. Und daraus resultiert dann in erster Linie natürlich, welcher Schiffstyp für euch in Frage kommt und dann natürlich auch innerhalb des Schiffstyps, welche Ausstattungsmerkmale wichtig sind. Also, beispielsweise, ihr wart noch nie segeln, seid bisher auf den Flüssen das ein oder andere Mal mit einem Motorboot gefahren und dann mal immer größeres Motorboot gefahren, dann kommt für euch entweder eine Motorjacht oder eventuell auch ein Motorkatamaran in Frage. Auch hier gibt es große Unterschiede. Die Motorjacht ist ein Einrümpfer, ist grundsätzlich ein bisschen teurer als zum Beispiel die Segeljachten, auch im Unterhalt vor Ort natürlich, weil man braucht natürlich entsprechend auch Sprit. Aber auch hier gibt es verschiedene Motorjachten, das heißt also, man muss ja jetzt nicht zigtausend Euro ausgeben. Wenn man mit einer kleinen Crew unterwegs ist, gibt es auch hier günstige Möglichkeiten. In erster Linie werden Motorjachten in Revieren wie zum Beispiel Kroatien und Mallorca zur Charter angeboten. Die sind jetzt nicht so stark vertreten in der Charter wie Segeljachten, aber fragt uns einfach, beziehungsweise schaut bei uns auf der Webseite mal nach, da werdet ihr schon fündig und werdet das ein oder andere finden. Mit einer Motorjacht fährt man jetzt auch nicht solche Strecken wie zum Beispiel mit einer Segeljacht. Das heißt, wenn ich jetzt in den Kykladen unterwegs bin und von Insel zu Insel fahren möchte, dann habe ich schon immer gewisse Strecke. Das macht man mit der Motorjacht eher weniger. Mit der Motorjacht ist man dann eher in Küstennähe und ich sag mal, tuckert dann da vielleicht von Bucht zu Bucht und macht dann dort so seinen Urlaub. Also das ist mal so die Motorjacht. Entweder du bist passionierter Motorjachtfahrer, dann stellt sich die Frage für dich sowieso nicht. Aber wenn du noch nie chartern warst, dann solltest du dich vielleicht erstmal fragen, bin ich schon mal gesegelt, ja oder nein? Und dann, denke ich, beantwortet sich das recht schnell. Der Motorkatamaran ist auch, wie gesagt, ein Schiff ohne Segel. Das heißt auch hier, wenn ich noch nie segeln war, ist es eventuell mal eine Alternative. Ich habe viel mehr Platz, also Platzangebot ist aufgrund dieser zwei Kufen gigantisch und diese Schiffe sind sicherlich auch sehr interessant, weil sie auch viel weniger Spritverbrauch haben. Die sind jetzt nicht so schnell unterwegs wie eine Motorjacht, aber es ist jetzt auch eher ja, etwas, um Urlaub zu machen. Vor allem in Ferndestinationen gibt es diese Schiffe zu chartern und ich denke, wenn man in der Karibik auf so einem Motorkatamaran ist, wo vielleicht in manchen Monaten sowieso nicht so viel Wind ist, ja, dann kann man dann da schön von der einen Bucht zur anderen tuckern und es wird auch immer mehr in Anspruch genommen. Aber dann kommen wir zu diesen zwei Typen, wo sich oft die Menschen die Frage stellen, soll ich jetzt eine Segeljacht nehmen oder soll ich jetzt einen Katamaran nehmen? Die Unterschiede zu diesen zwei Schiffen haben wir mal in einem separaten Video auf den Punkt gebracht. Das blende ich euch mal ein. Wir haben auch schon mal einen Audio-Podcast darüber gemacht. Aber ich will es noch mal ganz kurz runterbrechen. Beide Schiffe haben Vor- und Nachteile. Und es ist schwierig hier zu sagen, dass das eine jetzt besser sei als das andere. Ja, die Antwort gibt mal wieder eure Bedarfsermittlung. Das heißt, was möchte ich erleben? Hier gibt es zwei Punkte. Zum einen, welche Art von Turn möchte ich erleben, beziehungsweise auch meine Crew, bitte vergesst das immer nicht. Und das andere ist, wo will ich meinen Turn machen? Wenn ich einen Turn machen möchte, wo ich sportlich unterwegs sein möchte, wo ich richtig racen will, wo ich einfach schnell sein will, Performance in meinem Schiff haben möchte, dann würde ich auf jeden Fall auf eine Segeljacht zurückgreifen, weil ich hier einfach das Segelgefühl ganz anders habe als jetzt bei einem Katamaran.
einfach die Schräglage, das durch die Wellen peitschen, das ist einfach mit einer Segeljacht eine ganz andere Nummer wie mit einem Katamaran. Ich kann auch mit einer Segeljacht, mit einer schnellen und guten vor allem, auch viel härter an Wind fahren als zum Beispiel mit einem Katamaran. Aber mit einem Katamaran habe ich einfach mehr Komfort. Ich habe einfach viel mehr Platz, ich habe mehr Komfort und ich habe noch einen weiteren Vorteil. Ich habe zum Beispiel aufgrund des fehlenden Kiels, der ja bei einer Segeljacht, bei einem Monohull recht tief ins Wasser ragt, habe ich die Möglichkeit, mit einem Katamaran viel näher an Land zu fahren. Und das macht sich vor allem bewährt in Revieren, wie zum Beispiel in der Karibik oder in den Seychellen, wo das Land sehr seicht ins Wasser einfällt. Das heißt, ich kann in diesen Revieren viel näher ans Ufer fahren und dort meinen Anker werfen, als ich das mit einer Segeljacht machen könnte. Die Segeljachten ankern dann immer meistens recht weit draußen in der Bucht, sind auch nicht mehr ganz so geschützt wie die Katamarane, die quasi fast schon an den Strand spucken können oder auf den Strand spucken können, weil sie wirklich nur ein paar Meter entfernt sind. Also das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil und ist auch für viele der Grund, weshalb sie in Ferndestinationen eher auf einen Katamaran greifen. Aber der Hauptunterschied ist definitiv dieser Komfort, den ich bei einem Cut habe. Ich habe beim Cut auch noch ein, zwei Nachteile, wie zum Beispiel die Kosten. Zum einen ist ein Katamaran in der Charter im direkten Vergleich zu einer Segeljacht doch meist ein Ticken teurer. Plus, wenn ich mit einem Katamaran unterwegs bin und ich liege irgendwo in einer Marina, dann zahle ich auch für die Übernachtung, für den Liegeplatz meistens, so Pi mal Daumen, das 1,5-fache von dem, was ich für eine vergleichbare Segeljacht, also was die Länge betrifft, bezahlen würde. Das sollte man sich auf jeden Fall alles mal überlegen. Man sollte wissen, was will ich da erleben. Ich für mich mache es immer so, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und wenn das Thema Urlaub an erster Stelle steht und weniger der Segelfaktor, dann bin ich ein totaler Katamaranfreund. Ich genieße es extrem, einfach da ja, runterzukommen, zu relaxen, vorne im Netz zu liegen. Und die Katamarane sind ja heutzutage, da gibt es ja so viele unterschiedliche Versionen. Da gibt es dann die Flybridge. Du hast dann vorne die Möglichkeit, auf einer Couch zu sitzen, hast eine Liegefläche. Du bist hinten im Cockpit, hast du die Möglichkeit, zu zehnt auch zu sitzen. Du hast oben auf der Flybridge die Möglichkeit. Also dieser Platz ist einfach sehr, sehr groß. Hingegen bei einer Segeljacht, da bin ich dann lieber unterwegs, wenn ich dann mit meinen Segelkameraden unterwegs bin und wir zum Beispiel eben einen One-Way fahren wollen, wo wir von Insel zu Insel fahren oder wo wir in einem windstarken Revier unterwegs sind, wo wir einfach den Spaß des Segelns erleben möchten. Und da macht eine Segeljacht meiner Meinung nach eben mehr Sinn. Ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wenn ich mich jetzt entschlossen habe zu sagen, okay, eine Segeljacht ist es, dann gehst du auch bei uns auf die Webseite und wirst sehen, es gibt eine Latte von Segeljachten. Sehr, sehr viele Angebote. Wie gehe ich jetzt an die Sache ran? Und auch hier muss ich mich selbst fragen, was ist mir wichtig? Worauf kommt es mir an? Das, was immer als erstes angezeigt wird, ist ja irgendwie der Preis. Natürlich ist auch der Preis wichtig. Man hat vielleicht ein gewisses Budget, was man nicht überschreiten möchte. Die Frage, die man sich trotzdem vorher stellen sollte, ist auch hier wiederum, lege ich mehr Wert auf Komfort oder lege ich mehr Wert auf ein sportliches Schiff? Denn auch hier gibt es Unterschiede, die ein Schiff wirklich im Bereich des Komforts einfach weiter nach oben setzen, beziehungsweise im Bereich der Performance weiter nach oben setzen. Und es gibt manche Schiffe, die beides ganz gut vereint haben. Die andere Frage ist natürlich, zu wie viel sind wir? Wie viel Kabinen benötige ich? Ich meine, das sind die Fragen, die, denke ich, ganz schnell zu beantworten sind. Und wenn man das erste Mal segeln sollte, dann sollte man vielleicht auch, was die Größe des Schiffes betrifft, ein Schiff auswählen, welches dem entspricht, was man bisher auch gesegelt ist, dass man sich damit vielleicht nicht zu sehr übernimmt. Ein großes Schiff hat einfach, oder beziehungsweise reagiert auch einfach ein bisschen anders, hat eine größere Angriffsfläche für den Seitenwind. Also das sind Dinge, da würde ich mich langsam herantasten. Aber sagen wir mal, das steht alles fest. Dann müsst ihr wissen, wie viele Nasszellen will ich haben. Das kann auch unterschiedlich sein, wenn man mit drei Pärchen unterwegs ist, kann es interessant sein, dass man drei Nasszellen und drei Kabinen hat, das gibt's. Es gibt aber auch eben drei Kabiner mit nur einer Nasszelle. Da sollte man schon genau wissen, was möchte man haben, bevor man dann irgendwann ein Schiff ausgewählt hat und dann sagt, oh hoppla, da passt ja die Kabinenaufteilung gar nicht so, wie wir es haben wollen und dann fangt ihr wieder ganz von vorne an.
Der nächste, gerade eben schon angesprochene Punkt ist eben diese Performance. Hier kommt es natürlich darauf an, wie ist das Schiff in erster Linie mal besegelt. Ein Schiff, welches auf Performance ausgerichtet ist, hat immer einen Lattengruss und nie einen Rollgruss. Das liegt einfach daran, weil ich mit einem Lattengruss ein anderes Profil habe, weil das Segel einfach steifer ist und damit bin ich einfach ein bisschen schneller. Und jemand, der Wert auf sowas legt, der wählt dann eben auch Schiffe aus, die ein Lattengrußsegel haben, die dann teilweise sogar einen längeren Kiel haben, was dann auch wiederum ausschlaggebend dafür ist, dass man dann bei bestimmten Kursen einfach schneller ist. Die sind dann auch oft ein bisschen leichter gebaut, haben zum Beispiel Carbon-Steuerräder. Und es gibt auch Schiffstypen, die innerhalb ihres Typs, also innerhalb ihrer Baureihe, dann auch nochmal Unterschiede haben. So gibt es zum Beispiel von Bavaria die Möglichkeit, das ein und dasselbe Schiff einmal in einer, ich sag mal, bequemen Charterversion zu haben, dann in einer Komfortversion zu haben, wo dann einfach noch ein bisschen mehr auf Komfort und Luxus geachtet wurde und dann aber auch in einer sportlichen Version zu haben. Das sind Dinge, da sollte man dann auch schon mit drauf achten, bevor man lossucht, dass man einfach sagt, okay, wo will ich mich denn überhaupt aufhalten, was will ich erleben, wo sind wir unterwegs, wie wird unser Urlaub ausschauen. Das ist das eine, das wichtig ist und das ist auch das, was euch grundlegend schon mal auf den richtigen Weg führen wird. Die anderen Punkte, die natürlich auch sehr wichtig sind und wo man auch immer mit drauf schaut, ist das Alter der Yacht und der Preis natürlich auch. Es gibt Vercharterer, da kann man Schiffe chartern, die sind älter als 10 Jahre. Habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen damit. Ich weiß, die sind top gewartet, die machen einen super Job vor Ort. Da wird immer alles funktionieren, das Schiff ist sauber und alles ist gut. Es gibt aber auch Vercharterer, bei denen ist das nicht der Fall. Und das kann man als Kunde natürlich sehr schwer wissen. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, der ausschlaggebend sein wird. Wenn ihr eure Bedarfsermittlung diesbezüglich gemacht habt, dann würde ich euch vorschlagen, bei uns geht es zum Beispiel ganz einfach auf der Webseite, indem man sich die Schiffe auf eine Wunschliste packt und diese Wunschliste kann man uns dann per Klick ins Büro schicken, damit wir nochmal drüber gucken können und schauen können, was ist passend, was ist eventuell nicht so gut, beziehungsweise vielleicht gibt es ja noch eine Alternative von einem anderen Vercharterer, den man nicht gesehen hat. Aber, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, ihr solltet hier auf jeden Fall auch immer notieren, was ist denn euer Bedürfnis? Worauf kommt es euch an? Und die Schiffe haben verschiedene Ausstattungen. Das heißt, es gibt Schiffe, die absolut gleich sind wie das andere, aber anders vom Eigner ausgestattet wurden. Und wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, dass ich eine gute Stromversorgung an Bord habe, weil ich beispielsweise so selten wie möglich in Marinas will, viel ankern möchte und in erster Linie segeln will, dann macht es Sinn, dass mein Schiff ein Solarpanel hat. Oder als Katamaran dann vielleicht sogar einen Generator hat. Wenn ich vor Ort viel Stromverbrauch habe, weil ich 5 Laptops dabei habe und Musik auf Boxen immer aufladen möchte, dann ist eben zum Beispiel Strom wichtig. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es auch hier wieder auf euren Bedarf ankommt. Ihr müsst eine detaillierte Bedarfsermittlung machen. Wir hatten mal einen Kunden, der litt an Schlafapnoe. Das heißt, er musste nachts immer ein Atemgerät tragen, welches an eine 220 Volt Steckdose gesteckt werden musste. Für ihn war es extrem wichtig, dass es einen Inverter oder einen Generator gab. Und das sind Dinge, die müssen einfach dann auf diesem Schiff sein. Ja? Andere sagen, ich möchte unbedingt ein Teakdeck haben. Ein anderer wiederum sagt, nein, ich bin mitten im Sommer unterwegs und es ist sowieso kaum Wind und das Teakdeck wird mir zu heiß, da verbrenne ich mir die Füße. Ich will überhaupt gar kein Teakdeck. Ein nächster wiederum legt eben Wert auf einen Lattengruß, der andere auf einen Rollgruß. Aber das haben wir ja vorher schon gesagt. Also es gibt Bugstrahlruder, genauso. Manche sagen, Bugstrahlruder brauche ich nicht, andere sagen, ohne Bugstrahlruder fahre ich nicht aus der Marina raus. Das sind Details, die könnt ihr uns einfach notieren. Es ist nämlich recht schwierig, und da nehme ich unsere Webseite auch nicht aus, all diese wichtigen, für euch wichtigen Punkte wirklich zu 100% innerhalb der Schiffe miteinander zu vergleichen. Hat es das oder hat es das nicht? Klar, ihr könnt bei uns auch auf der Wunschliste die Schiffe vergleichen, aber da geht es dann schon wieder los. Das eine Schiff, bei dem einen Schiff ist das ein oder andere inkludiert, bei dem anderen nicht. Und dann geht es wieder darum, welches Schiff ist jetzt teurer, welches nicht. Der eine hat auch zum Beispiel die Extras inkludiert in dem Schiff und einen Außenborder inkludiert in dem Preis und der andere jetzt wiederum nicht.
hat aber einen günstigeren Preis. Was ist dann am Ende günstiger? Also man kann hier schon mal ein bisschen verrückt werden als Kunde, wenn man sich auf den Webseiten umherklickt. Deshalb empfehle ich euch, in erster Linie eine Bedarfsanalyse zu machen und aufgrund dieser Bedarfsanalyse dann schon mal Schiffe auszuwählen, die in diese Richtung gehen, uns dann aber einfach nochmal zur Sicherheit diese Informationen zu übermitteln und zu sagen, hey, das brauche ich, das habe ich mir schon mal ausgesucht. Was empfehlt ihr mir und gibt es vielleicht noch etwas, was ich nicht gesehen habe? Also bevor ihr sofort bucht, klar freuen wir uns, wenn ein Kunde sofort bucht, aber ich empfehle immer, lieber nochmal drüber gucken lassen, auch von uns, damit man dann am Ende auch wirklich genau das richtige Schiff hat, was einem gefällt. Wenn sich jetzt jemand die Frage stellen sollte, oh, soll ich jetzt lieber eine Bavaria, Janot, Beneteau etc. nehmen? Die geben sich jetzt alle nicht so viel an Unterschieden. Es ist jetzt nicht so, dass das eine Schiff jetzt für diejenigen interessant ist, die auf Komfort Wert legen, das andere nur für die, die jetzt schnell unterwegs sein wollen. Klar, es gibt Schiffstypen wie zum Beispiel eine Pogo oder eine First auch, die jetzt eher auf Performance ausgelegt sind. Aber so diese normalen Charterjachten, die sind sich schon extrem ähnlich. Da hat der eine dann mal was, was der andere nicht hat. Der eine hat eine breitere Badeplattform, der andere hat dann vielleicht dafür eine Grillstation hinten drauf. Dann gibt es ja auch, während, wie ich vorher schon gesagt habe, innerhalb dieser Typen auch Unterschiede. Also das ist alles Geschmackssache und hier kommt es mehr auf die Ausrüstung an. Und da, wie gesagt, kommt es darauf an, was ihr euch wünscht, was ihr euch erhofft. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein bisschen unterstützen, euch einen kleinen Leitfaden geben. Ruft uns an, meldet euch bei uns, wenn ihr ein Schiff für die nächste Saison benötigt. Sagt uns, was ihr euch wünscht, wie ihr euren Turn erleben möchtet. Und wir machen uns sehr, sehr gerne auch auf die Suche und ermitteln dann genau die richtige Yacht für euren Turn. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder. Und ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Schreibt ruhig mal rein, was ihr euch immer so chartert oder was für euch wichtig ist an einem Schiff, beziehungsweise was ihr für Bedürfnisse habt. Das ist mit Sicherheit auch eine Hilfe für all diejenigen, die sich im Nachgang dieses Video anschauen. Und auch für mich ist es sehr interessant. Also dann, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und bis dann.